Freunde und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Death Monkey Jesse. Ich habe gerade ein Update bekommen für Red Dead 2 und zwar online, Red Dead 2 online, Beta, endlich, nice shit. Okay, warum lockt er sich nicht ein, wenn ich auf Story gehe, drücke X, aber wenn ich auf Beta gehe, macht da noch nichts. Ey, scheiße, Alter. Okay, wir gehen erstmal in die Story und gucken mal, ob wir von der Story aus auf online gehen können. Das wäre ja sowas von sexy, wenn das endlich klappt. Ohne Scheiß, ey. Auf jeden Fall sind wir einen Schritt weiter am Online-Modus dran. Ich hoffe so, so sehr. Langes Warten ist denn endlich vorbei. Es wäre so schön, wenn wir endlich die Beta spielen können von Red Dead. Ich habe das Spiel ja schon durchgesuchtet, fast anderthalb Mal, und habe ehrlich gesagt so ein bisschen die Lust daran verloren, weil ich mich eigentlich tierisch doll auf den Beta-Modus online freue. Aber ich hoffe, er ist endlich da. Ich habe nämlich gerade so eine Mail bekommen, dass ein Update gekommen ist, und dachte, ich guck mal mit euch, ob das jetzt endlich da ist. Und jetzt sehe ich, ey, dass ich mich noch nicht einloggen kann, weil das doofe X fehlt. Es steht da schon online und es steht da schon Beta und so weiter, aber leider noch nicht mehr. Ich hoffe, dass wir jetzt von hier aus reinkommen. Ey, es wäre so schön, wenn wir das endlich online spielen können und von Anfang an dabei sind, das ist natürlich richtig geil. Naja, wenn ihr das Spiel auch schon habt, wenn ihr Red Dead auch schon durchgesuchtet habt und ihr den Online-Modus schon spielen könnt, hinterlasst mir doch bitte mal einen Kommentar. Es würde mich sehr, sehr freuen, wie es bei euch aussieht. Oh, es ist 4 Grad. Sehr, sehr kalt. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ah. Ich muss erstmal wieder zurechtkommen. Ich habe das so lange nicht gespielt. Mein Pferd ist da sonst wo. Okay, es hat mich gehört. Ist bestimmt im Laufe der Tage, Wochen schon fast verhungert. Ach so, genau. Laufen tut man ja hier auf X, ne? Alles klar. Moin, Pferdchen. Moin, Herbert. Schon vermisst. So, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir von hier aus jetzt online. Alter Schwede, guckt euch das an. Karte, Hilfe, Fortschritt, Spieler, Spiel, online. Jungs, Mädels. Ey, wie sexy wäre das, wenn wir da jetzt reinkommen, verdammte Scheiße. Wie lange haben wir da drauf gewartet? Hoffentlich passiert da jetzt was. Zurück, ich will nicht zurück. Ich will nicht, ich will da jetzt rein. Ich will das jetzt spielen, warum zurück? Ey. Oh Mann, Alter. Ich glaube, sie haben es immer noch nicht auf die Reihe bekommen. Ey, das kann doch nicht sein. Was ist los mit Rockstar, ey? Ohne Scheiß, ne? Es macht mich traurig, Alter. Ich habe mich jetzt so gefreut, ey. Und dachte, das steht jetzt schon online. Ich kann jetzt rein, ey. Dass das so kleine Spielfehler hat, okay, kann man mit leben. Dafür ist die Beta-Version ja da. Aber dass man sich noch nicht mal einloggen kann, in dem Sinne Standbild, das ist eine traurige Leistung, ohne Scheiß. Wir gehen nochmal zurück, wir versuchen es nochmal. Oder muss ich jetzt einfach warten, Alter? Naja, aber dann würde er ja ein Symbol machen für Laden oder so, ne? Och, nö. Kann doch nicht wahr sein. Oder können das nur gleichzeitig so und so viele Spieler testen oder was? Muss man einer der Glücklichen sein, die sich einloggen kann? Kann doch auch eigentlich nicht sein. Oder kommt die Tage nochmal ein neues Update? Dass es jetzt erstmal da schon mal nur steht. Fragen über Fragen. Auf jeden Fall kann ich es nicht mehr abwarten. Ich will das jetzt endlich online spielen. Ich habe nämlich schon voll die Lust an dem Spiel verloren irgendwie, weil ich mich so auf die Online-Version freue, aber das Spiel schon anderthalb Mal durchgesuchtet habe und irgendwie, ja, es ist halt immer dasselbe Kram. Ne? Wenn man Story spielt, wenn man es einmal durch hat, ist wie ein guter Film. Ich gucke mir ja einen Film auch nicht achtmal an.
Dafür ist es dann auch wieder nicht gut genug. So, es ist schon richtig geil, es macht auch tierischen Spaß, aber es gibt wahrscheinlich auch noch mega viel zu entdecken und ich will das aber online spielen. Ich bin eher so der Online-Spieler. Mir macht das mehr Spaß, gegen echte Menschen zu spielen. Aber wie ihr seht, wir kommen da irgendwie noch nicht rein, ey. Das kann noch nicht wahr sein. Scheiße, ey. Oder mache ich was falsch? Klärt mich auf. Wart ihr da schon drinne? Habt ihr schon was dazu gefunden? Fragen über Fragen, die mich beschäftigen. Aber es sieht schlecht aus, Alter. Wirklich schlecht aus. Ja, wie ihr seht, 2 Wochen. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, ist auch schon jetzt einige Tage, einige Wochen her. Letztes Foto, 10. November, da habe ich es fast durchgehabt. Danach habe ich noch ein paar Mal gespielt. Wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal erstmal ganz normal aufs Spiel. Nein. So. Gehen nochmal ganz zurück. Toi, 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 Alter. Ich will das jetzt endlich spielen. Ey. Einstellung. Muss ich hier vielleicht noch was ändern? Nein. Wenn ihr euch über schnarchende, grunzende Geräusche wundert, wundert euch bitte nicht. Ich habe keinen Bauchweh, ich habe auch keinen Durchfall. Das ist mein Hund. Ich gehe jetzt nochmal drauf. Im Notfall versuche ich das 75 Mal, bis ich endlich schaffe, mich einzuloggen. Das kann doch nicht wahr sein. Es muss endlich klappen, ey. Oder dauert das noch ein paar Tage? Ich habe auch bis jetzt noch nichts auf Rockstar gelesen. Vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen im Social Club oder so gucken, ob ich da irgendwelche Infos finde. Vielleicht bin ich auch zu voreilig. Ich dachte jetzt, okay, ich habe das Update bekommen. Jetzt geht's endlich los, ey. Aber wie ihr seht, geht noch nicht los. Naja, muss ich mich erstmal mit Call of Duty und ja, das neue 2018 Formel 1 begnügen. Was übrigens sehr geil ist, kann ich nur empfehlen. 2018 Formel 1 macht tierischen Spaß. Ist vielleicht nichts für Jugendliche, aber für ein bisschen ältere Leute wie mich ist das geil. Also spielt Formel 1. Lohnt sich auf jeden Fall. Gönnt euch Formel 1. Macht tierischen Spaß. Ja, bis dahin hinterlasst mir mal eine Nachricht. Wie sieht das bei euch aus? Red Dead Online, funktioniert es schon? Funktioniert es noch nicht? Falls ihr mehr Infos habt als ich, wann kommt das? Wann kommt das noch nicht? Wie lange geht die Beta-Version? Wann fängt das normale Spiel an? Oder dürfen wir das denn nur eine Woche spielen und dann endet die Beta und dann haben wir wieder keinen Online-Modus für die nächsten 4 Monate? Fragen über Fragen. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer das MonkeyRC. Peace und haut rein. Und denkt dran, abonnieren, teilen, liken nicht vergessen. Bald kommt eine kleine Abo-Verlosung. Dabei sein ist alles. Abonnieren kostet nichts. Ihr habt nichts zu verlieren. Also. Denkt dran, Support ist kein Mord, haut in die Tasten. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Peace und haut rein. Ciao.